Die Windenergie ist eine der wichtigsten Alternativen zur Kohlekraft in Deutschland. Und außerdem ist sie zentral zur Bekämpfung der Klimaerhitzung. In den letzten Jahren ist der Ausbau aber deutlich in Stocken geraten. Von Windkraftgegnern werden Windräder häufig verteufelt. Die Probleme werden aufgebauscht und hochstilisiert, sodass vor Ort dann der Bau von Windkraftanlagen höchst umstritten ist. Häufig werden Windkraftanlagen als Gefährdung für Raubvögel und Fledermäuse dargestellt. Und teilweise wird sogar von einem Artensterben gesprochen. Es stimmt zwar, dass durch Windkraftanlagen pro Jahr zwischen 10.000 und 100.000 Vögel sterben müssen, allerdings sterben im Straßenverkehr allein schon auch mehrere Millionen jährlich. Und für Fensterscheiben sind es sogar 18 Millionen. Windkraftgegner beklagen außerdem oft den Infraschall der Windräder. Bei eingehaltenen Mindestabständen ist dieser aber gar nicht messbar. Und gesundheitliche Belastungen konnten auch noch nicht festgestellt werden. Schick das Video mit diesen Fakten also gern an die Bekannten und Freunde, die du hast, die noch Angst vor der Windkraft haben. Politische Gründe für den verlangsamten Ausbau der Windkraft sind einerseits Widerstände vor Ort, aber auch die langen und komplizierten Genehmigungsverfahren und die abnehmende Förderung der Windkraft. Es braucht daher dringend einen Abbau der Hemmnisse für den Windausbau an Land und generell mehr ausgewiesene Flächen für den Ausbau der Windenergie. Für den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland ist es außerdem wichtig, dass die unsinnige 1000 Meter Abstandsregelung zur nächsten Siedlung nicht angewandt wird. In jedem Bundesland und bei jeder Planung muss das verhindert werden. Ansonsten würden 50% der für Windkraft in Frage kommenden Flächen wegfallen und der Kohleausstieg somit verhindert werden.